definitiv ist das hier eine 5. Super. Ja, eine 4,5. Okay, gut, kann ich mit leben. Definitiv eine 4,5 bis 5. Aber das ist halt die Setzkastenordnung, das muss wachsen. 4,5 bis 5 für den Besatz. Ja, da wären wir jetzt ja dann bei der nächsten Kategorie. Versorgung, Nährstoffe, das alles so drumherum. Da seid ihr und beim... Wir versorgen das System mit Balling Light, also von Fauna Marine. Mhm. Über die Bolus-Methode dosieren wir KH. Und um im Prinzip den pH zu stabilisieren. Richtig. Weil mittlerweile ist jetzt, oder wurde schon immer gesagt, oder wir haben, sagen wir mal so, in den Weltmeeren haben wir grundsätzlich immer einen stabilen pH-Wert. Mhm. Der schwankt da so gut wie gar nicht. So, und in unseren Becken haben wir natürlich die Problematik, dass dieser pH-Wert aufgrund Lichteinfluss, Photosynthese der Korallen, mhm, Absorption von CO2, ja, dann dementsprechend schwankt. Viel Licht drauf, viel Aktivität, pH geht nach oben, ja, wenig Licht drauf, Licht aus, pH geht nach unten und das teilweise in Bereiche zwischen 0,4, 0,5. Sprünge, genau, und auch unter 8, deutlich unter 8 hatten wir damals bei dem alten System. Die Zuschauer, die mich regelmäßig verfolgen, wissen das. Ich habe da auch schon Videos zu gemacht, dass ich da echt Probleme hatte und dann mit Atemkalk das Ganze habe ins Gleichgewicht gebracht. Und seitdem ich die Bolus-Methode anwende, ist das ja gar nicht mehr vonnöten. Dieses Becken haben wir auch damit sofort gestartet, ja, und der ist tatsächlich sehr stabil. Da sind kaum Schwankungen, 0,1, 0,2, wenn überhaupt. Also ungefähr 8,2 ist da eigentlich immer. Um mal so ein kleines bisschen den Zuschauern, ich sag mal, den Hintergrund zu erklären. Also das Hinzugeben einer hohen Menge an Natriumhydrogencarbonat, was ja bei Fauna Marine im Balling Light ist, geht im Prinzip hin und bindet CO2. Mhm. Wenn CO2 gebunden wird, dann haben wir auch dementsprechend das Angleichen des pH-Wertes. Also sprich, wenn wir viel CO2 im Wasser haben, haben wir einen niedrigen pH-Wert. Mhm. Und haben wir wenig CO2 im Wasser, deshalb ja auch die Absorber, ja, durch Atemkalk oder Ähnliches, was du vorher gemacht hast, dann haben wir einen relativ hohen pH-Wert. So, und wenn man das jetzt dementsprechend, wie jetzt mit der Bolus-Methode, ja, angleicht, dann nähert sich das an 0,15, was du gesagt hast, ja, circa in der Schwankung. Und das ist sehr, sehr wenig und das tut den Korallen definitiv gut. Ja, absolut. Wir waren ja damals, oder sagen wir mal so, ich komme aus einem Bereich, wo man gesagt hat, der KH muss so stabil wie möglich sein, die Schwankungen sind für die Korallen nicht gut. Tatsächlich haben wir mittlerweile gemerkt, ihr bei der Bolus-Methode, ich komme aus einem anderen System von ATI, da nennen wir das ganze Balance-Methode, es funktioniert etwas anders. Warte mal kurz. Es geht los, Strömung. Ja, das ist unser Pieper vom Abschäumer, der... Ach so. Geht nämlich jetzt gleich auch los, aber ein bisschen verzögert. Okay. Wegen dem Ozon, das geht auch dann verzögert erst los. Aber Technik, die begeistert. Muss so sein, alles gut. Ja. That's life. Ja. Technik kommen wir ja auch noch drauf, genau, zu sprechen. Im Endeffekt haben wir durch diese unterschiedliche Dosierung, ihr bei der Bolus-Methode, ich bei ATI mit der Balance-Methode, haben wir das gleiche Ziel. Die pH-Schwankungen halt so gering wie möglich zu halten, und je geringer die pH-Schwankung ist, desto stabiler stehen unsere Korallen, fühlen sich wohler, das System schwankt nicht so, wird nicht so belastet, ja, und kann auch wahrscheinlich schneller eingefahren werden. Ja, also wir haben ja gerade schon mal so drüber gesprochen, also die KH-Schwankungen sind nicht so schlimm wie pH-Schwankungen und Nährstoffschwankungen. Ja, genau. Das ist der nächste Faktor. Das, ja, das ist ja das Problem beim Meerwasser. Das ist ja nicht nur Wasser rein, gucken, dass einigermaßen die Werte da sind und dann ist gut. Wir experimentieren ja hier mit dem Kalkhaushalt, wir experimentieren mit dem biologischen Haushalt, sprich mit den Phosphaten, Nitraten, Stickstoff. Was ihr tatsächlich hier alles übers Futter momentan noch regelt. Ja, genau. Finde ich geil. Also wir dosieren gar nichts dazu, ne? Weder Phosphat noch Nitrat oder irgendwas. Ich habe im letzten Video zu dem Aquarium auch mal eine ECP gezeigt. Da war der Nitrat ungefähr bei 3,1, meine ich, und Phosphat bei 0,02. Ja, ziemlich niedrig. Und wir
steuern das alles übers Futter. Wir hatten noch beim alten Becken mal ziemlich hohe Werte. Da haben wir dann auch durch die Fütterung das peu à peu reduziert. Dann wurde, bis es in einem guten, auf einem guten Level war. Ja. Ja, und so machen wir das Ganze im Endeffekt. Deswegen brauchen wir aus unserer Sicht halt noch ein bisschen mehr Fischbesatz, um das Ganze noch ein bisschen höher zu kitzeln. Und im Endeffekt, ja, muss halt bloß schauen, dass die Fische, die du halt jetzt einsetzt oder noch dazu holst, nicht zu groß sind, weil sie dann zu viel Futter reinbringen. Ja, das, genau das ist ja das, was ich eben meinte, die halt diese Balance zwischen Fischbesatz, Futter und den Verbrauch des Systems, also der Korallen. Genau. Das ist ja die Problematik, mit der wir grundsätzlich zu kämpfen haben. Sprich, ich hatte es gesagt, 0,02 war es bei der letzten Messung beim Phosphat, also beim frischen System, also frischer Bodengrund, eine frische Riffsäule. Genau, da pusten wir auch immer den Sand noch auf, weil der natürlich auch am Anfang ja auch was aufnimmt davon. Und ich messe auch regelmäßig den Phosphatwert gegen und der ist immer so bei 0,02 immer noch und deswegen... Immerhin nachweisbar. Genau, ja. Das ist ja, ich sag mal, wenn man jetzt ein komplett neues Becken startet mit totem Gestein, totem Sand und direkt von vornherein besetzt, dann muss man natürlich gucken, dass man über Zugaben von Phosphat und Stickstoff halt versucht, da eine gewisse Nachweisgrenze reinzukriegen. Aber wenn das hier, wie jetzt hier, ist ja im Prinzip... Neustart, allerdings mit eingefahrenem Gestein, was ja schon eine Grundbiologie hat. Und das muss halt, ja, ich sag mal, weitergeführt werden. Und das scheint ziemlich gut zu funktionieren. Tatsächlich, ja. Ne? Also wir, damit es nicht ganz irgendwie zu wenig, also Phosphat sollte nicht weniger werden, messe ich ja regelmäßig. Ne? Und dann geben wir auch mal ein bisschen mehr Futter noch rein. Aber ja, aktuell. Futter habe ich eben gesehen, hast du eine fertig angesetzte Flasche. Ja, ich habe... gehst du da hin und wäschst es vorher aus oder wird nur wird aufgelöst, ausgewaschen? Na klar. Gut. Also ich taue es auf im Wasser, optimal sogar Osmosewasser und dann wasche ich es nochmal aus und dann wird es mit Osmosewasser in die Flasche gefüllt. Ah, okay. Ja. Und das hält sich auch im Kühlschrank ein paar Tage. Ja, genau. Das ist ja ähnlich, wie ich es bei mir mit meinem Fütterungsautomaten mache. Da ist ja auch ein kleiner Kühlschrank daneben. Mhm. Wenn ich dann mein eigenes Futter dann nehme und halt nicht das fertige von Aquaforest, dann hält das auch so 3 bis 4 Tage in dem Kühlschrank und dann, ja, danach wird es zur Phosphatbombe. ist dann aber für die Fische nicht so gut. Nee. Nein, ist schon auch immer frisch, was da reinkommt. Also tatsächlich von der Nährstoffversorgung her war ich erstaunt. Ja. Hatte ich eigentlich so jetzt nicht auf dem Plan, weil ich hatte auch im Hintergrund nicht auf dem Plan, dass du das alte Gestein mit rübergenommen hast. Habe ich tatsächlich überhaupt nicht drüber nachgedacht in dem Moment. Dachte ich, wie du fütterst jetzt nichts, du führst jetzt nichts weiter dazu. Ja. Aber tatsächlich, ja, mit der entsprechenden Menge an Fisch und die Technik ist ja darauf auch ausgelegt, dass Fische hier optimal versorgt sind und auch gesund bleiben. Das ist eine ganz geile Sache, die wir jetzt gleich sehen. Da bin ich echt begeistert von und spricht definitiv für die Tiere, dass es hier auch nicht zu einem Stressfaktor und Keimdruck kommt, der gefährlich werden könnte. Ja, Ranking. Für Nährstoffversorgung und generell die Versorgung. Generell die Versorgung definitiv eine 5. Nee, also, freue ich mich. Top. Ne? Ja, also da bin ich echt von erstaunt, dass das so gut funktioniert und da halt auch alles ohne zusätzliche Stoffe funktioniert. Ich könnte mir denken, dass eine Zugabe von Stickstoff hier vielleicht noch in einem gewissen Maße noch ein bisschen was bringen könnte, aber das ist, ich sag mal, Feintuning. Ja. Gut, dann nächste Kategorie, Technik. Technik. Also Technik ist ja jetzt tatsächlich ein großes Feld. Ne? Wir haben ja Lampen, wir haben Strömung, wir haben hier unten meinen Technikbereich. Sehr geiler Bereich. Also ich bin echt hin und weg. Also ihr kennt, ich weiß nicht, ob ihr mein Becken kennt, das ist ja dementsprechend schon... Ich sag jetzt mal so ein bisschen aufgeräumter, wie man es eigentlich kennt, so nach dem Motto: Schrank aufnehmen, lass den Schrank mal lieber zu. Also, ich kann meinen Technikbereich schon zeigen, aber das hier ist tatsächlich noch ein Level höher. Das ist noch mal kurz. Ja. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das heute schon auf und zu gemacht habe. Oh, wir haben ja heute Videotag, von daher. Danke.
haben Gewicht, ne? Die haben, ja. Ich liebe da meine Acrylplatten. Die sind nämlich leichter. Aber ich hatte vorher halt so Pappen und da ist das, das ist halt sehr hochwertig so. Also ich mag das. Ne? Ja. Warte, jetzt zeige ich den Zuschauern direkt auch mal, was Schatze und ich nämlich noch ergänzt haben. Hm. Alexa, Aquarium an. Tada! Tada! Sehr geil. Schatzi und ich lieben solche Spielereien, ja. Voll. Fürs Film kann ich das auch noch auf eine beliebige Farbe machen, zum Beispiel blau. Und zum Arbeiten oder jetzt zum Zeigen ist natürlich Weißlicht ganz gut. Ich weiß nicht, wie viel ihr jetzt seht. Ich kann natürlich auch immer noch zusätzlich was einblenden, wenn wir darüber sprechen. Ich sitze im Bild, ich weiß. Ja, also, ja. Ich habe es den Zuschauern ja schon vorgestellt. Es gibt da ein Video explizit zur Technik auch. Denn ja, das Wasser geht ja durch den Ablaufschacht in mein Deltec-Technikbecken. Durch den Fließer, dann durch die zwei UV-Lampen in den Abschäumer, der mit Ozon ja auch hier konfiguriert ist. Und dann in den Multifilter mit Aktivkohle. Schwuppdiwupp wieder in den Förderbereich nach oben rein. Das Ganze wird gesteuert. Das Ganze wird gesteuert. Sorry, es ist einfach wirklich ein wunderschönes, cleanes Bild. Kann man einfach nicht anders sagen. Und es ist im Prinzip von der Menge her fast genauso viel Technik verbaut wie bei mir. Bloß, dass es hier sehr viel besser versteckt und aufgebaut ist und das Konzept ganz anders ist, als wie es jetzt bei mir im Becken ist. Mhm. Aber es ist definitiv richtig, richtig, richtig geil. Also da braucht man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Da kann ich direkt von vornherein die 5 mit Sternchen geben. Ja, super. Weil das ist, also der Bereich hier, das ist wirklich richtig gut gemacht. Auch, dass mir jetzt hier die, dass die UV-Bestrahlung in einer geschlossenen Box stattfindet. Ja, das ist eine Sache, die kenne ich in dieser Form nicht. Die gibt es im Coil-Bereich. Aber das ist schon cool, dass das integriert ist und man nicht was Externes noch mit einer Pumpe oder irgendwo noch durch. Ich habe es mit einem Bypass da lösen müssen. Ja, ich habe im Prinzip den Bypass mit der großen UV von Aquamedic, die dann hinten dann auch noch wuchtig drin hängt und Schläuche und allem. Das ist halt nicht so schön clean, wie es tatsächlich jetzt hier ist. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist wirklich sehr, sehr gut gelöst. Ja, ich habe ja hier noch, hier sind meine Kanisterchen und noch die. Ja, sozusagen der Computer, womit ich alles hier auch steuern kann. Ja, also... Definitiv genial. Also alles ist wirklich super sauber aufgebaut, verteilt. Alles hat seine Position, auch Pumpensteuerung, wo man dann separat dran kommt. Und ich sage jetzt mal, muss jetzt nur hier dran, dann musst du da die Tür nicht aufmachen. Dann kannst du einfach nur die Tür aufmachen, hast deine Pumpensteuerung da hinten. Genau. Das ist echt sehr schön durchdacht. Also es ist definitiv was anderes, als wie ich das geplant habe. Ja. Ich bin auch schon, habe auch schon einen richtigen Sprung gemacht mit meiner, ich sag mal, Planung vorher vom Reefer, den ich hatte, auf mein jetziges Shallow. Aber das hier, ich sag's mal, vom Profi dann nochmal im Prinzip zu sehen, wie das dann halt von Profis gemacht wird und nicht vom Hobby-Aquarianer, ist natürlich nochmal eine Schippe drauf. Aber wie gesagt, ich bin von der Optik her und wie es umgesetzt wurde, bin ich definitiv begeistert. Ja, also mit der Wertung kann ich super leben. Also da vielleicht auch nochmal an der Stelle nochmal ein großes Lob an das Team von Aqua Perfect, denn die sind ja die Profis, die das hier so schön verlegt haben, alles auch von der Verrohrung her, die Kabel, Kanäle, all das, ne, dass das so alles so schön clean überhaupt aussieht, ist ja von den Jungs gemacht. Hm. Und wir haben dann noch geguckt, dass wir den Rest hier, also die ganzen Kabel und Sensoren von GL auch noch so schön genau parat machen, wie die Jungs uns das vorgemacht haben. Aber ja, das genieße ich tatsächlich auch so ungemein. Also vorher meine Ecke da hinten, die Schlabberecke mit den 1000 Kabeln, die ich 1,5 Stunden entwirrt habe, bevor wir überhaupt anfangen konnten. also das ist weg. Ne? Und wie gesagt, das genieße ich auch vollkommen. Vor allem ist es ein sauberes Arbeiten. Du kommst überall vernünftig dran. Ja. Wenn dann mal was gemacht werden muss, du kommst sauber an deine Rückförderpumpe dran, an den Fließbettfilter. Ja. Das ist alles so aufgebaut, dass es wirklich bedienerfreundlich ist, benutzerfreundlich. Ja, und was ja auch noch jetzt zum Beispiel ist, also hier sind ja überall so Abdeckungen auch drauf, was Aqua Perfect ja auch noch ergänzt zum Technikbecken, ne? Dass halt so möglichst so wenig Verdunstung auch ist. Ne?
Ich meine, hier von Deltec, hier der Deckel bei dem Osmosewasser ist ja auch super, aber mein Technikbecken vorher hatte gar nichts. Hm. Das war komplett offen. Ja, okay, meins ist jetzt eigentlich auch relativ offen, bis auf ein oder zwei Bereiche. Mhm. Aber das ist natürlich auf die entsprechenden Geräte angepasst, eine Abdeckung da drin ist, das ist natürlich für den Unterschrank immer noch mal besser. Dann hat, es ist ja hier und da auch Holz verbaut, sage ich jetzt mal, und das ist Metall, was dann mit der Zeit irgendwann dann mal vielleicht angegriffen wird. Und wenn man sowas drauf hat, ist das natürlich dann auch nochmal eine Risikoreduzierung. Mhm. Definitiv. Also ja, wie gesagt, genau. Also ich bin echt begeistert. Nach wie vor fünf mit Sternchen. Fünf mit Sternchen, definitiv. Ja, dann haben wir hier oben ja noch meinen Strömungsbereich. Mhm. Da hast du ja vorhin auch mal gesagt, dass du da nochmal was zu sagen willst zu meiner Strömung. Du hast hier eine Ringströmung etabliert. Korrekt. Einmal die Rückförderung unten aus dem Technikbereich. Ja. Mit wie vielen Litern geht ihr da so ungefähr durch? Das ist eine 5000er. Theoretisch sollte sie dann so um die, sag ich mal, 4000 drücken. Mit den Winkeln und Umlenkungen, die hier drin sind, würde ich mal so bei 3000 rechnen. Circa. So, das heißt, ungefähr 3000 kommen oben raus. Dann hast du hier in der Ecke, ist das die... Das ist eine Tobelstream von Tunzo. Das sind ja die Stream 3. Ja. Zwei Stück. Und damit etablierst du hier im Prinzip eine komplette Ringströmung. Mhm. Momentan, für den Aufbau, den du jetzt hier hast, ist das okay. Mhm. Aber du wirst definitiv, wenn das Riff wächst und noch erweitert wird, was ihr ja auch vorhabt, noch hingehen müssen und Strömung wieder verändern müssen. Mhm. Ob das dann, ich sage es mal, so clean und einfach mit fest installierten Pumpen geht, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber wenn ein Riff wächst, wachsen die Korallen, die Strömung wird dann dementsprechend gebrochen oder es gibt Bereiche, wo dann dementsprechend mehr Strömung hin muss. Und das, Strömung ist immer ein ganz schwieriges Thema. Da werde ich dann auch immer regelmäßig gefragt, ja, ich habe einen Aufbau so und so, und wie soll ich die Strömung machen? Dann sage ich dann auch immer, ja, halt die Pumpe rein, schalt sie an und guck, was deine Korallen machen. Wie bewegen sie sich? Wie bewegt sich der Boden? Wie bewegt sich der Boden? Wird irgendwas umgewirbelt? Ist irgendwo zu viel Strömung? Haben wir irgendwo Stellen, wo sich Dreck ansammelt, wo man dann sieht, wenn längere Zeit halt am Boden nichts gemacht wird, dann so Stellen, wo sich Detritus ansammelt? Ich komme aus dem Bereich, wo ich sage, okay, die cleane Optik ist toll. Würde ich auch definitiv fast nichts dran tun, aber ein bewegtes Strömungskonzept über Dreheinheiten, da bin ich der Freund von. Das funktioniert jetzt hier noch so, aber ich denke, ihr werdet früher oder später gegebenenfalls über ein anderes Strömungskonzept meiner Meinung nach nachdenken müssen. Mhm. Okay. Also da liege ich jetzt momentan so bei einer 3,5. Also das funktioniert jetzt, aber ihr müsst es definitiv im Auge behalten. Weil das Becken wächst mit, Strömung verhält sich anders, Korallen brechen Strömung, es kommt irgendwo nicht genug hin. Das ist schwierig zu bewerten in meinen Augen. Ja. Man muss jetzt auch dazu noch mal einmal sagen, dass wir die fahren mit den Stream 3 bei wie viel Prozent? 20% oder so haben wir die oder 30. Ihr habt die aber gerichtet hinten an der Wand vorbei. Ne? Also genau. Die blasen im Prinzip nur genau, also eigentlich geradeaus. Haben wir nur so ausgerichtet, dass wir praktisch eine Oberflächenströmung haben und eine Unterflächenströmung. Mhm. Mein Konzept wäre jetzt sozusagen hinzugehen und die untere Pumpe etwas stärker einzustellen als die obere, so dass ich, wenn ich Teilchen sozusagen nach, ich will ja die Teilchen nach oben transportieren, also über vor dem Ablaufschacht praktisch gesehen, dass das hochgeht. Und wenn ich jetzt die obere Pumpe zu stark habe, dann donnert die mir da rein und drückt alles wieder runter. Kann man so machen, aber ihr habt ja jetzt auch mit den neuen Tunzepumpen und den neuen Controllern die Möglichkeit zu programmieren. Ja, das genau. Haben wir auch schon. Ja. Also da wir sind im Tunze-Hub drin. Ja, genau, der Tunze-Hub ist definitiv, da arbeiten meine Pumpen ja auch mit. Und da könnte man zum Beispiel dann auch zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Strömungskonzepte mal reinbringen, um, ich sage es mal, das Gesamtkonzept im Becken bei einer fest installierten Variante halt ein bisschen zu stören. Also sprich, du Bewegung. Mal pulsierend, mal Z-Wave. Zufall oder ja, sowas. Genau. Ne? Also wenn man jetzt nicht unbedingt sich Dreheinheiten draufsetzen will, dann wäre das die erste Maßnahme. Und das geht mit den Tunzepumpen jetzt natürlich extrem gut, da man sie halt wirklich schön online programmieren kann und direkt sehen kann, was passiert. Und anschließend dann sagen kann, jo, das könnte so laufen, mal ausprobieren.
Aber es ist halt ein Ransetzen und Ausprobieren. Also es ist kein, man kann halt nicht sagen, setz da einen hin, stell dich auf so und so viel Prozent, stell dich auf so und so viel Prozent. Das funktioniert nicht. Das muss man wirklich am Becken, am lebenden Objekt halt ausprobieren und wirklich beobachten, was passiert. Mhm. Also da hat Sarah, muss man fairerweise sagen, aber auch schon sehr viel Leidenspotenzial bewiesen, denn also ich bin da halt wirklich immer sehr... Schatz ist akribisch, was ja, das also angeht. Ist ja auch gut für mich. Die teilweise wirklich nur um Zentimeter verschieben musste schon. Also ja, und die, da sind ja auch wegen dem, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, wegen dem dicken Glas die heftigen Magneten wieder. Und dann mal eben einen Millimeter das Ganze runterzukriegen, ist für mich auch schwierig. Und gefährlich, muss man dazu sagen. Die Magnete, das ist ja, die muss man wirklich mit Vorsicht genießen. Gerade bei solchen starken Magneten. Also wenn man die jetzt zum Beispiel direkt aufeinander packt, dann hat man verloren. Dann also hast du wirklich verloren. Aber wie gesagt, mit der Strömung muss man spielen. Also Strömung ist eine Sache, die kann man nicht pauschalisieren. Die muss ausprobiert werden. Gucken, wie reagieren meine Korallen, wie weit machen sie auf. Das, Strömung und Licht, das sind so zwei grundverschiedene Dinge, die harmonieren müssen, wo man ein Gefühl für entwickeln muss. Haben wir alle Kategorien? Wir haben die Technik. Ja, wir haben jetzt über die Technik unten gesprochen. Wir haben noch nicht über die Technik oben gesprochen. Ne? Technik Licht. Oben? Licht. Ja, Technik oben. Ist Licht. Wer noch Kategorie? Die nächste Kategorie, mein Licht. Also ich habe ja 4 Reef-Lights drüber, die wir mit der App steuern können. Mhm. Und wir haben einen kleinen Weißanteil drin, aber auch sehr viel Blau. Viel Blau, ne? Genau. Ihr seid blaulastig, um es mal so zu sagen. Genau. Ihr seid halt jemand, der... wir lieben das. Ja, genau. Die ganzen LPS, die poppen damit natürlich auch nochmal richtig schön auf. Ist für die entsprechenden Tiere natürlich, für die LPS, für ein sehr LPS-lastiges Becken, ist es genau das richtige Licht. Ja, es steht sowieso, also die LPS kommen aus tieferen Regionen, von daher kommt da unten noch nicht so viel Weißlicht an, weil das Weißlicht halt eine andere Wellenlänge hat und nicht so tief ins Wasser kommt. Da ist natürlich das Blaulicht genau das Richtige, kann aber auch zu Problemen führen. Mhm, welche? Wenn man jetzt zum Beispiel Korallen einsetzt, die aus einem anderen Bereich kommen, die anders beleuchtet wurden. So das Problem, was ich jetzt zum Beispiel gerade habe, Dinos. Ja, dann hast du natürlich, wenn du in so einem Becken jetzt hier mit einem hohen Blauanteil Dinos bekommst, dann habt ihr ein richtiges Problem. Dann geht es nämlich dahin, dann dieses blaulastige, hochfrequente Licht ist genau das, was die Dinos wollen. Die leben dann dementsprechend genau, haben genau diese Futtergrundlage. Und das dann umzustellen, das wird schwierig. Mhm. Da liegt ein kleines Risiko. Wenn man jetzt natürlich grundsätzlich darauf achtet, dass man Tiere aus der gleichen Quelle kriegt, die diese Lampe und diese Lichteinstellungen gewohnt sind, würde sich jetzt natürlich anbieten, das kommt vom Meerwasserböttcher, und da dann dementsprechend dann auch die Tiere zu holen, dann ist die Umstellung auf ein anderes Licht bzw. auf die neuen Umgebungsparameter halt nicht so schlimm. Ja, aber sprich, wenn man hier mal eine Koralle holt, da mal eine Koralle holt, aus anderen Beleuchtungsszenen, sage ich jetzt mal, dann kann es zu Problemen kommen. Und darauf muss man nach Möglichkeit auch achten. Aber Dinos kommen ja auch aus anderen Gründen, ne? Also Dinos kommen meistens aus der Problematik, dass eine Koralle oder ein Tier, wie zum Beispiel bei mir die Quadricolor, die Anemone, die hat ihre Zooxanthellen ausgeworfen. Mhm. Dinos ist ja im Prinzip nichts anderes wie wild wuchernde Zooxanthellen im Becken, die sich halt wieder ans Freiwasser gewöhnt haben, die wieder Geißeln gekriegt haben, die sich wieder bewegen können und die dann aufgrund der entsprechenden Lichtfarbe, die dann da ist, sich wild tatsächlich vermehren. Und dann hat man so richtig braune Belege auf dem Becken, Beckenboden und auf der Deko und die braune Pest im Prinzip. Okay. Ja, toi, 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 sowas hatten wir Gott sei Dank noch nie. Ich wünsche es euch nicht. Ich kämpfe gerade damit, aber ich habe bei mir auch andere Lichteinstellungen. Ich arbeite im Prinzip mehr mit Tageslicht, in einem weißeren Bereich. Und habe jetzt zur Bekämpfung das blaue Licht rausgenommen, das UV-Licht rausgenommen, das violette Licht rausgenommen. Blau ist beim Royal Blau auf 1/3 der vorherigen Leistung reduziert. Und tatsächlich habe ich jetzt einen geringeren Wuchs von diesen Dinos. Also man sieht tatsächlich, wenn das Licht auf Power geht, dass so ein kleiner brauner Belag kommt, aber nicht mehr so viel wie vorher. Mhm. Also das ist der Unterschied. Also gerade diese kurzen Wellenlängen vom blauen Licht, das ist richtig Futter für die. Und ich wünsche euch, dass ihr davon verschont bleibt. Da
weil ansonsten auch toi, 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 klopfen, Herr Volz. Ansonsten könnte das meiner Meinung nach nämlich zu einem echten Problem werden. Das dann umzustellen, versuchen, die loszuwerden, weil ihr halt grundsätzlich relativ blaulastig fahrt. Aber ansonsten vom Licht her und von der Fläche her, also ich bin sowieso ein Fan einer flächigen Beleuchtung. Und das ist mit der Lampe hier und mit der Kombination unterschiedliche Lampengrößen habe ich in der Form so auch noch nicht gesehen. Ja, das ist aufgrund ja der Länge des Beckens. Ne? Also ja, man muss ja genau gucken, dass das alles passt, nicht übersteht. Genau. Deswegen sind das jetzt zwei kleinere und zwei lange sozusagen. Mhm. Aber dadurch, dass du die so ineinander schieben kannst, finde ich, fällt das so gut wie gar nicht auf. Ich habe sie beim Johnny schon gesehen. Finde die auch, ich sag mal, für den LPS-Bereich sehr schön. Für die LPS ist es definitiv eine Top-Beleuchtung. Und es ist Fläche. Genau. Fläche ist immer wichtig. Wir haben aus allen möglichen Richtungen haben wir Licht dran. Das heißt, es wird auch von der Scheibe gut wieder reflektiert. Mhm. Flächige Beleuchtung ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr flächige Beleuchtung. Ja, dann noch dein Ranking für meine... Fürs Licht? Ja, wie gesagt, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Da liege ich bei einer, ja, ich sag mal 4. Ja, 3,5 bis 4, aber das ist meine subjektive Sache. Also ich bin da anderer Meinung, weil ich halt auch einen anderen Besatz habe, einen anderen Besatz fahre. Aber grundsätzlich, für die Fläche gibt es eine 5, dass es halt eine flächige Beleuchtung ist. Für die Art der Beleuchtung, ja, 3,5 bis 4. Mhm, super, ja. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir alle Bereiche jetzt durch. Also, ja, wir sind ja jetzt sozusagen am Ende des Videos angelangt. Mhm. Da bleibt jetzt ja noch so die Gesamtbewertung. Ne? Und jetzt machen wir das einmal so. Du sagst nochmal deine Gesamtbewertung und ich rechne später, wenn Schatzi das Video geschnitten hat, mal einmal das Gesamtergebnis aus und blende das noch unten drunter ein. Also meine Gesamtbewertung für das Gesamtsystem, also sprich Technik, Aufbau, der momentane Aufbau, haben wir ja auch dementsprechend, den muss man ja auch mit einrechnen, liegt... Das Gesamtsystem momentan, wenn alles jetzt so momentan bewertet wird, 3,5 bis 4. Mhm. Ich weiß, du bist da anderer Meinung. Aber okay. Ja, meine persönliche Meinung kannst du dir bestimmt vorstellen. Klar, logisch. Aber das sind natürlich immer Luft, ist noch das, ne? Sich das ja auch alles noch entwickelt, ist klar. Die Abzüge in der B-Note gibt es für die Setzkastenoptik, die natürlich noch dementsprechend wachsen muss. Klar, logisch. Aber ansonsten, ich bin vom Gesamtkonzept dieses Beckens, wie es aufgebaut ist, von der cleanen Optik her, vom Style, wie es gemacht wurde, natürlich, das ist definitiv, bin ich schwer beeindruckt. Doch, ist wirklich sehr, sehr schön und bin ich auch ein Stück neidisch drauf. Oh, wenn das jetzt noch Acryl wäre, dann hättest du jetzt, dann hätten wir jetzt gar nicht drüber reden müssen. Ich mag Glas. Optimales Becken für mich. Auch da gehen Kratzer rein. Nicht mehr so schnell raus. Das ist wahr, die gehen dann nicht raus, aber da muss man natürlich aufpassen, wenn man mit dem Scheibenkratzer unterwegs ist. Definitiv. Den Tunse, den du da hast, den habe ich damals in meinem Reefer auch eingesetzt, direkt von Anfang an. Und ich kann der ist teuer, ja, der kostet eine Stange Geld. Und gerade auch bei den entsprechenden Glasstärken muss man den großen nehmen, damit der auch vernünftig hält. Aber der ist wirklich Gold wert. Der hat einen Abstand zur Scheibe, da kann nichts sich dazwischen setzen. Die Klingen sind astrein, damit kriegt man alles runter. Das ist ja auch so gewölbt, dass du selbst theoretisch hier in Sand so... Ich meine, ich bin trotzdem vorsichtig und der rieselt dann raus, wenn ich seitlich nehme. Ne, damit da bloß keine Kratzer reinkommen, aber ja, bin ich auch mit zufrieden. Also ich kann diesen Reiniger definitiv empfehlen. Ich habe ihn damals gehabt, ich kann ihn jetzt nicht nutzen, weil es halt Acryl mit der Klinge ist doof. Jedes Mal... Eine Lage abziehen. Noch mal, die Reinigung eines Acrylbänkens ist ja auch noch mal ein bisschen schwieriger. So. Ja, kann man noch mal ein bisschen schauen, wie man Kratzer entfernt. Hatte ich gestern in meinem Live. Mhm. Vielleicht kannst du ja noch mal den Link von dem Live drunter packen. Die ersten, ich glaube, 20, 30 Minuten oder 40 Minuten. Nee, ich habe 30 Minuten gebraucht. Kann ich in die Videobeschreibung unten rein. Und ich werde auch deinen Kanal unten auch einmal verlinken können. Ne, dass meine Zuschauer auch nochmal den Weg zu dir finden. Es gibt viele Themen und Kategorien, die ich habe, unter anderem auch kurz erklärt,
wo dann Sachen halt, wie setze ich Salzwasser an? Was muss ich bei Osmosewasser beachten? Für Anfänger und genau. Ich hoffe natürlich, dass dir das Video gefallen hat. Lass gerne ein Like da und einen Kommentar. Vielleicht kannst du ja auch mal noch deine Einschätzung unten reinschreiben, wie du das Becken so insgesamt bewertest, nach der Vorstellung, die wir jetzt nochmal hier vorgenommen haben. Ja, und natürlich nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Das sowieso. Gerne auch mal bei Daniel auf dem Kanal. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind raus. Bis dann. Ciao.